herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Er steckt in den meisten Villen, in den meisten High-End-Smart-Homes und ist der meistverkaufteste Steuerserver, KNX-Home-Server der Welt. Heute geht es um dieses Thema. Es geht um den Jira-Home-Server. Ich habe schon lange ihm mal einen eigenen Beitrag widmen wollen, weil der Hintergrund ist der, nach wie vor, es ist der Urvater aller KNX Smart Home Steuerungen. Ja, das braucht ihr ja. Und man muss dazu sagen, ich vergleiche es immer so ein bisschen aus dem Automobilbereich. Also man kann ihn wie so den Mercedes G sehen. Ja, der ist ja auch vor Jahrzehnten entwickelt worden und ist für vieles verwendet worden. Bei Mercedes G war es so, es war ursprünglich mal für den militärischen Einsatz das Auto gedacht und heute findet man es in den noblen Vororten und in den Villen wieder. So, und beim Home-Server sieht es so aus, den gibt es jetzt 24 Jahre. Was ihr hier seht, ist das hier, also hier unten, das ist der aktuelle Home-Server 4. Den gibt es seit 2012 und hier oben, was ihr hier oben seht, das ist der Home-Server 3. Den gibt es seit 2006. Was ihr heute in diesem Beitrag erfahrt, die vielen Möglichkeiten des Home-Servers, die verschiedenen Varianten des Home-Servers. Die Frage ist überhaupt, ist das noch up-to-date, ein Gerät, was eigentlich seit 24 Jahren auf dem Markt ist? Weil hier oben fehlt noch der Home-Server 2, ne? Den habe ich jetzt nicht mit dazu gestellt, weil den habe ich auch gar nicht. Und worauf kommt es eigentlich an, wenn ich jetzt KNX Smart Home im Neubau oder in der Sanierung errichtet habt, worauf kommt es an, wenn ich jetzt dann hier die Automatiken und den gesamten Komfort mit diesem Home-Server erledige? Was der alles kann, diese ganzen Geschichten, das erfahrt ihr heute in diesem Beitrag. Ich denke mir, der Home-Server von der Firma Jira, weil es geht ja heute um den Jira-Home-Server, es gibt ja noch verschiedene andere Home-Server, er war der allererste, der am Markt war. Ne? Allererste Home-Server, der die gesamte Steuerung des Hauses übernehmen kann und übernimmt. Und es gibt wirklich, ich kenne keine Anwendung, die man nicht mit diesem Home-Server umsetzen kann. Und wenn ihr jetzt mal so die vergangenen Beiträge von uns, von mir verfolgt habt, da habe ich ja auch mal ein paar kritische Töne zum Home-Server losgelassen. Das war also so das Design, die Visualisierung. Und von euch kamen immer so die Argumente, naja, die Hardware ist veraltet, die kostet ja bloß 100 Euro, was da drin ist. Da möchte ich euch gleich zu Anfang an sagen, es geht nicht um die Hardware, die hier drin ist. Ich drehe jetzt mal hier, ich drehe sie am besten mal beide rum, dass man mal so ein bisschen, dass ihr das mal ein bisschen sehen könnt. So. Was ihr von hinten hier sehen könnt, das ist so ein Mini-PC. Ein Mini-PC Anfang der 2000er Jahre. So sieht das Ganze aus. Und ich zeige euch mal hier die Anschlüsse. Also wie gesagt, hier oben nach wie vor der Home-Server 3, der ältere. Kann man immer noch ein komplettes großes Haus, eine Villa damit steuern. Und hier unten haben wir den aktuellen Home-Server 4. Ne? Und gibt es ja auch einen Beitrag von mir, warum es keinen Home-Server 5 geben wird und so weiter. Ne? So, und jetzt möchte ich bloß mal euch die Anschlüsse zeigen. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier das Thema Netzwerk. Ne? Hier wird der Home-Server in das Netzwerk eingebunden, über die Netzwerkbuchse. Dann haben wir hier, ihr seht auch hier veraltete Schnittstellen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und dann haben wir hier dahinter, der Home-Server ist nämlich ein Linux-Server. Also da ist so ein Linux-Derivat drauf. Die letzten 24 Jahre. Ne? Das müsst ihr euch immer ein bisschen beachten, was hier im Hintergrund läuft. So, und dann läuft natürlich auch Jira eigene Software. Und damit man, wenn der Home-Server startet, ne, da ist ja kein Monitor oder irgendwas angeschlossen, da kann man zur Kontrolle hier gibt es dann so einen DVI-Anschluss, könnte man auch sagen, ist veraltet. Egal. Man sieht dann zum Beispiel beim Booten des Linux-Systems, was alles ausgeführt wird. Ganz speziell, wer sich mit dem Thema Home-Server beschäftigt, Home-Server-Programmierung, gibt es ja eine ganze Reihe Leute, die sich damit beschäftigen. An dieser Stelle möchte ich ankündigen, von uns gibt es in Kürze hier einen Videokurs. Von der Pike auf, wie kann ich so einen Home-Server programmieren, wie kann ich ihn einrichten, wie kann ich auch die Visualisierung, ne, wie kann ich das Ganze gestalten, auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Touchscreen,
weiß, es ist nicht mehr so ganz so von euch nachgefragt, aber trotzdem, da gibt es also alle Möglichkeiten. So, und hier oben nochmal zum Home Server 3 haben wir das gleiche, die Netzwerkschnittstelle, die nutzen wir. Und dann haben wir hier unten noch eine VGA-Buchse. Hm? Könnte man auch sagen, uralt. Ne? Wie gesagt, Stand 2006, Home Server 3 Hardware, funktioniert immer noch. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wo ist denn eigentlich hier die KNX-Anbindung? Ne, wo stecke ich das KNX an? Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Da haben wir hier beispielsweise auch hier, das Ganze können wir über USB machen. Und damals, das waren so meine Anfänge, also ich bin mit diesem Home Server 3 bin ich groß geworden. Also wo ich so meine erste Erfahrung gesammelt habe, KNX muss man verstanden haben, ne, wie das Ganze funktioniert, wie man das programmiert. Und dann widmet man sich diesem Home Server. Da haben wir hier oben die RS-232-Buchse. Da gab es damals eine Schnittstelle, gibt es nicht mehr, wird auch nicht mehr unterstützt. RS-232 auf KNX. Und das reicht auch von der Geschwindigkeit aus, ne? Weil so viel letztendlich haben wir ja auch auf dem Bus jetzt nicht an Verkehr. Was ist diesen beiden Geräten gemeinsam? Sie haben immer ungefähr 2000 Euro am Markt gekostet, vielleicht ein bisschen drunter. Und also Home Server 3, Home Server 4, jeweils Marktpreis 2000 Euro, 1900 Euro, Listenpreis war über 2000 Euro. So, und was kann ich mit diesem Home Server eigentlich tun? Da würde ich euch jetzt mal eine pauschale Antwort geben. Ihr könnt damit alles tun. Bis auf eine Einschränkung. Das Thema Multiroom Audio, nativ an KNX angebunden. Da ist einfach auch hier die Welt, muss man sagen. Da ist die vielleicht ein bisschen schon angestaubt. Ne? Aber für alle anderen Lösungen könnt ihr den Home Server nehmen. Der Home Server wird auch sehr oft zur Steuerung im gewerblichen Bereich verwendet. Man findet ihn in Schulen, man findet ihn in Lagerhallen, ne? Also natürlich nicht in der Halle drin. Und vor allem sehr, sehr oft findet man den Home Server im Bereich vom gehobenen Wohnen. Ne? Das können Mehrfamilienhäuser sein, das können auch Wohnungen sein. Und ganz speziell für euch, wenn ihr euch mit dem Neubau von einem Haus beschäftigt, ansonsten würdet ihr unserem Kanal jetzt nicht folgen, da wird er oft eingesetzt. So, was ist eigentlich der Clou an diesem Home Server? Über viele, viele Jahre, man kann sagen Jahrzehnte, konnte man mit bestehender Hardware immer wieder die Software-Upgrades, konnte man die Software-Updates machen. Und mit diesen Software-Updates ist man mitgewachsen. Also ich erinnere mich noch an das Jahr 2008. Das war nämlich, wo ich mit dem Home-Server da begonnen hatte. Da konnte man dann ziemlich zügig, ich glaube, das war im Jahr 2009, konnte man damals mit dem ersten iPhone schon sein komplettes Haus steuern, Automatiken hinterlegen, visualisieren. Das gab es nirgendwo anders. Also weltweit in dieser Form gab es das nicht. Das ist immer, was man so bedenken muss. Und Stand heute, ich blende euch mal ein, wo wir heute stehen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten der Darstellung, der grafischen Visualisierung. Den Quad-Client, den gibt es natürlich seit 2009. Am Anfang hat man mal gesagt, der Quatsch-Client. Ne? Also gab es einige böse Zungen, die haben dazu immer den Quatsch-Client genannt. Aus meiner Sicht vollkommen unberechtigt. Weil wir können heute mit dem Quad-Client alles abbilden. Und es ist natürlich auch für euch jetzt wieder viel kostengünstiger, indem ihr den Quad-Client selber konfiguriert oder indem ihr das konfigurieren lasst, als bevor es diesen Quad-Client gab. Da gab es nämlich nur diese freie Visualisierung. Ne, da habt ihr das gesamte Haus habt ihr da abgebildet. Gibt es auch immer noch Anbieter, die da für viel Geld sowas tun. Es war eine ganze Weile lang schwierig, also gerade so zu meinen Anfangszeiten, diesen Home-Server zu programmieren. Da hat man sehr viel rumprobiert und das ist halt auch so, wenn man hier mal das wieder geschrieben hat, ne, die Daten auf den Home-Server geschrieben hat, dann wartet man 5 Minuten, ehe der Home-Server wieder gestartet ist und dann konnte man sehen, ist das jetzt die Funktion, die ich haben will oder nicht. Was kann das Teil jetzt? Also alles, was das Thema mit Beleuchtung, Verschattung, Energieverbräuchen, gerade da ist der Home-Server sehr stark. Ne? Ihr könnt so Verläufe darstellen. Das können die meisten anderen Home-Server, auch zum Beispiel ein Basalte-Home kann das nicht. Ne? Also wenn man jetzt
irgendwelche Charts erstellen will. Da gibt es also hier die sogenannte Archivfunktion. Und da könnt ihr dann über Monate, Jahre, könnt ihr, je nachdem wie groß das Archiv ist, könnt ihr eigene Charts erstellen. Da kann man das sehen. Und das kann der Energieverbrauch sein, das kann irgendeine Entwicklung sein. Wasser, Strom, alles Mögliche kann das sein. Das kann der Home-Server, obwohl er auch jetzt schon so ein bisschen angegraut ist, ne? Der Mercedes G, der kann ins Gelände, der kann tief reingehen. Und was ich sehr toll noch auch an dem Home-Server finde, es gibt wirklich fast nichts, was es nicht gibt. Also wenn ihr jetzt da selber Hand anlegen wollt, da gibt es vorgefertigte Bibliotheken, sogenannte Libraries. Und da ist immer mehr über die Jahre hinzugekommen. Also da kann man für die Automatisierung kann man sehr viel hier an Vorlagen verwenden und man kann auch Szenen erstellen, man kann ganz detaillierte Wetterauswertung machen. Also es ist extrem viel, was dieses Gerät bietet, was kein anderes am Markt bisher bietet. Ne? Abstriche muss man machen bei der grafischen Darstellung, Visualisierung. Das sieht für meinen Geschmack immer wieder, muss ich sagen, das ist mein persönlicher Geschmack, sieht vielleicht so ein bisschen, könnte ein bisschen kleinteilig aussehen. Das sind so kleine Lämpchen. Das erinnert auch von der Grafik her so ein bisschen an den Gira Tastsensor 2. Und dass es viel besser geht, sieht man ja auch bei dieser Gira Smart Home App. Ihr könnt ja bloß mal schauen, ich verlinke euch das nochmal unten. Ich habe einen Beitrag zu dem Gira X1 gemacht, der eigentlich, kann man sagen, fast schon ein bisschen Konkurrenz zum Home-Server ist, aber dann wiederum auch nicht. Ne? Auch da wieder mal ein Vergleich. Den kleinen Gira X1-Server. Ne? Ich hab jetzt hier keinen zur Hand, aber wie gesagt, im Link könnt ihr unten mal schauen. Der sitzt ja im Schaltschrank, ne? Auf dieser Hutschiene hinten. Der kann 1000 Datenpunkte verarbeiten. Ne? Also nicht Gruppenadressen, Datenpunkte. Hier muss ich zeigen. Der aktuelle Home Server 4 kann 65.535 Datenpunkte verarbeiten. Also das ist eine gigantische Menge. Und da kann man wirklich ein richtig großes Gebäude mit Außenbereichen, ne? Außenbereichen müssen wir aufpassen, ne? Weil wir wollen ja mit dem KNX nicht draußen sein, aber man kann die Außenbereiche, kann die steuern. Und was der Home-Server also auch alles kann, hier kann man so eine Türkommunikation integrieren. Ne? Also draußen hier mit Fingerprint kommt der rein und dann kann man auch auf dem Touchscreen das Bild sehen oder auf der Smartphone-App sehe ich genau, wer steht vor der Tür. Und man kann natürlich darüber dann auch die Tür öffnen. Das sind alles die Sachen, die dieser Home-Server wirklich aus dem FF beherrscht. Ne? Und auch die Darstellung der einzelnen Räume, der einzelnen Schaltfunktionen. Das soll jetzt bloß mal so ein Start einer Artikelserie sein zum Thema Home Server und Visualisierung. Ob es jetzt immer der Gira Home Server ist, das würde ich sagen, das werden wir nicht machen. Aber wir fangen jetzt mal mit dem Gira Home Server an, weil er wirklich, er ist eine Art Evergreen, er ist einzigartig am Markt. Beim Home Server zahlt ihr nicht für diese Hardware, muss ich sagen. Die Hardware ist halt entsprechend veraltet. Ne? Also im Zeitalter von diesen Raspberries ist der wirklich super veraltet. Aber wofür ihr wirklich zahlt, ist hier diese Linux-Installation und die Gira-Software, die hier drauf auf diesem Home-Server installiert ist. Und ihr greift ja mit dem Gira-Experten auf diesen Home-Server zu. Und das ist das Eigentliche, wofür ihr das Geld bezahlt. Und ich würde auch überhaupt gar nicht darüber diskutieren, kostet jetzt das Teil 2.000 oder 1.500 Euro, weil den Nutzen, den ihr davon habt, das Wohngefühl, die Zukunftssicherheit, selbst mit diesem Gerät, das lässt sich überhaupt nicht in Relation setzen zu, sage ich mal, zu einer einmaligen Investition von diesem Home-Server. Also was ist die letzten Jahre hinzugekommen? Also neben dem Quad-Client, das ist diese grafische Visualisierung, gibt es auch dieses Türkommunikationssystem, was hier integriert wurde. Das ist relativ früh integriert worden, ich glaube so 2010, 2011. Dann gibt es so viele Bibliotheken, also für jede Anwendung, die ihr euch nur vorstellen könnt. Also ob ich ihn abfragen will, ob in meinem Briefkasten was ist, ob ich abfragen will, wie es draußen im Garten ist,
das kann ich alles grafisch darstellen und kann das natürlich alles dann auch auf die Oberfläche bringen. Und ich kann, das geht auch seit 2014 meines Wissens, ich kann natürlich auch eine LED-Farbsteuerung umsetzen, ne, wo ihr dann so ein Color-Picker habt. Ne? Ihr klickt dann an eine bestimmte Stelle und die Farbe wird dann übernommen. Also das kann dieses Teil alles. Es kann Sprachmeldungen ausgeben. Und ganz früher hat man immer noch die Telefonanlage damit kombiniert. Weiß ich nicht, brauchen wir heute nicht mehr. Dass der Home-Server ziemlich gut ist, zeigen für mich immer wieder die Nachbauten, die es gab. Ne, da gab es ja auch so, ich glaube, bei eBay gibt es immer mal wieder Anbieter, die dann den Home-Server 2, ne, also der hier oben, der hier oben sitzt, die dann in so PC-Gehäusen Home-Server 2 anbieten. Und das ist dann irgendeine gekrackte oder raubkopierte Version von hier. Das ist für mich ein Zeichen, dass das Gerät ziemlich gut ist, wenn es am Markt solche illegalen Angebote gibt. Ne? Also die verschwinden zwar dann immer wieder. Und meiner Meinung nach hat man es auch gar nicht nötig, sowas zu kaufen. Ne? Also jetzt ein gescheites Haus, vielleicht noch mit Garten oder Pool, mir da hinsetze, wäre ich kaum mit einer eBay gekrackten Home-Server Version 2 arbeiten. Ne? Ich glaube, das ist, habe mich jetzt auch nicht mehr so beschäftigt, aber das wird dann immer, es wird an mich herangetragen, schau mal da, da gibt es dann ein Angebot. Die kommen und gehen, ne? Die werden dann auch wieder rausgelöscht. Und dann könnte man jetzt noch sich die Frage stellen, lohnt es sich heute noch, sich so einen Home-Server anzuschaffen? Würde ich sagen, ganz klar, wenn man wirklich ausgefeilte Lösungen, individualisierte Lösungen im Gebäudebereich braucht. Das kann jetzt eben die Hebeanlage für das Fahrzeug, den Fahrstuhl, irgendwelche Abfragen sein. Alles, was so außerhalb des Standardthemas in der Visualisierung und in der Haussteuerung ist, da würde ich sagen, hier seid ihr bei dem Home-Server am besten aufgehoben. Wo seid ihr nicht so gut aufgehoben? Wenn es um das Thema Multiroom-Audio geht. Da gibt es bessere Lösungen, zum Beispiel Basalte Home. Also wenn man jetzt in jedem Raum Musik haben will, theoretisch über 100 Zonen, dann macht das Sinn, sich mit von dem hier abzuwenden. Aber ansonsten für größere Geschichten, 65.535 Datenpunkte, einzigartig, nach wie vor. Wenn das Ganze euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen. Und dann freue ich mich auch über ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und wenn euch das Thema Smart Home im Neubau beschäftigt, dann wisst ihr ja, das ist das Thema, wo wir stehen. Beim nächsten Mal geht es mit dem Home-Server oder mit einem anderen technischen Thema weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.